Stimmt. Ja, ich bin kurz vom Tod. Oh nee, Leute, das ist scheiße. I got broads in the line, juicy to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting no licks in the family, legacies, family. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Escape from Tarkov. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge werden wir sehen, wie wichtig Wasser bei Tarkov werden kann. So eine Wasserflasche kann über Tod oder Leben entscheiden. Dieses Mal sind wir zu dritt auf Customs unterwegs. Ich wünsche euch viel Unterhaltung. Legen wir los. Ist das ja ein Bug oder was? Voll Auto. Voll Auto, Junge. Juhu. Boah, Alter. Bisschen ruckelig. Okay. Dann würde ich sagen. Boah, ich dachte, wir wären Gegner. Wer ist jetzt mit dem blauen Helm? Das ist Manru. Das ist Manru. Okay. Okay, alle mit Schalldämpfer hier. Ja. Oder nur. Nee, nee, alle mit Charlie. Charlie ist unser bester Freund. So. Shelly. Total raus. Go, go, go. Also wenn ich zu offensiv bin, sagt Bescheid. Wo willst du jetzt überhaupt lang machen, man Sprung? Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen da erstmal zu diesem Durchbruch an der, wo der Sniper da oben sitzt, da ungefähr die Richtung. Und gucken erstmal da. Also überlasst mir bitte den, wenn ihr einen Bot seht, überlasst ihn mir bitte. Dann habe ich nämlich die blöde Mission. Okay, jawohl. ich lauf rüber. Hm. Okay. Ich kann. Warte mal. Eben nach vorne, da irgendjemand ist. Dann kannst du vorlaufen, wenn du willst. Willst du dann als nächstes geben, Tonic? Ja, oder so. Okay, alles klar. Warte, bist okay. Du Deckung? Ich lauf weiter. Achso, du warst noch nicht. So, ich bin jetzt kurz vor diesem Aufgang. Okay, ich bin fast hinter dir. Irgendwo im Busch. Ah, ich bin vor dir. Okay, ich laufe. Ich bin das Ziel. Könnt ihr mir eventuell erstmal Deckung geben, dass ich mit rüberkommen kann? Jo. Ja, okay. So, ich laufe los. Ich hatte Schritte hinter mir gehört. Also es raschelt irgendwie durch nach. Was? Okay. Ja, ich mach dich jetzt drüben hoch. Lootgeier oder so. Wer weiß. Okay, ich komm jetzt nach vorne. Okay, ich bin. Diese Stelle mag ich nicht. Okay, ich bin jetzt an dieser Mauer. An der kaputten Mauer. An der kaputten Mauer im Busch, genau. Und schau jetzt auf diesen kleinen Checkpoint da. Ja, ich geh auf die andere Seite der Mauer, ne? Ich bin jetzt ja kurz vor dem Checkpoint, okay. Im Busch. Neben ja. Dem Checkpoint, ich hab Busch. Dich gesehen. Fixen, so. Also wollt ihr jetzt in die Baustelle reingehen, oder? Ja. Ist klar. Ich hab den Durchbruch hier auf der rechten Seite im Blick, ne? Okay. Euch? Ich bin jetzt direkt, ja, hinter dem Durchbruch. Wer sprintet? Ich bin drin, ich bin drin. Okay, ich komme jetzt auch rein. Okay. Hä? Ich sehe gar keine Bots. Ja, die sind, glaube ich, noch nicht gespawnt. Ah, die sind noch am Schlafen. Nur noch müde. Ja. Okay, wir müssen. Oder die hocken da irgendwo und warten auf uns. Schön vorsichtig, Jungs, ne? Oh okay. Ja, oh ja, das ist wirklich gefährlich hier. Gefährlich. Ich habe einen gehört. Okay, Raditz, du gehst links. Okay. Ich guck noch auf die zwei Durchgänge nach hinten. Ich sehe einen. Ich geh mittig. Alter. Wie stark ist der? Der lebt immer noch, ne? Ich muss eben nachladen. Ach du Scheiße, ich bin verletzt. Ich hab die ganze Zeit auf den geschossen. Da ist noch ein Bot, der liegt da irgendwo in der Mitte. Ja. Item ist nicht. Was?
Ach du Scheiße, ich hab das falsche, falsche Magazin. Ich muss eben nachladen, Leute. Ja, ich muss eben kurz nachladen. Ah, okay, der ist tot. Ich gehe ganz links. Das war totaler Flop. Okay, ich hab den einen. Linke Seite. Da ist noch einer. Okay. Scheiße, ich muss nachladen. Auf der linken Seite ist noch irgendeiner. Wo? Scheiße. Ich bin verletzt, scheiße. Leute, ich muss kann nachladen. Mandro? Oh nee, der hat mein Bein zerstört. Ich stecke nach hinten, Leute, ne? Also ich bin nicht in eurer Nähe. Okay. Ah, ich sehe ihn. Hab ein! Ja, okay. War das ein Spieler oder? Ich weiß es nicht. Nee, der ist ziemlich langsam gelaufen. Bin ich sicher. Ja, ich hatte den auch angeschossen. Okay. Oh, aber wer liegt da? Ich liege nicht. Ich hoffe. Okay. Jetzt liege ich, aber ganz links. Ah, nee, der ist tot. Ja, ich sehe dich, Raditz. Ja, ich muss mal eben kurz durchladen. Warte mal, ich habe das Gefühl, ich bin hier. Hä? Wieso habe ich kein Painkiller genommen? Ich habe doch gesagt, use. Was geht ab? Schüsse? Wer ballert da? Auf der linken Seite, außen, außerhalb der Mauer. Ja, warte mal. Über die Mauer. Über die Mauer. Kommst du nicht. So, ich geh mal. Ich geh mal eben auf die Baustelle. Oh. Schüsse, na? Das könnte ja. Kiosk sein. Genau. Kiosk? Ja, da ist einer. Ja, ich hab ihn! Ja, noch ein! Geil! Geil! Wie die Domino-Steine, ey. Ach, müssen aber. Ich komme von rechts, ne? Kannst du mich verstecken? Ja. Ey, Leute, ich muss eben nachladen. Ich bin schon wieder. Ich bin auf der Baustelle, ne? Gut, bin da. Ich muss eben wieder. Ich muss durchladen. Ey, wieso? Ey, warte mal, das Magazin ist doch kompatibel. Standard PP19 Magazin, das passt doch auch zu MPX, oder nicht? Nein, du brauchst für die MPX ein MPX Magazin. Hey, warte mal. Aber ich meine, das ging auch so. Oder haben die das geändert? Nee, das oder ging eigentlich noch nie. Nee, du musst da schon ein eigenes Magazin für haben. Ah, ich glaube andersrum ist das. Die MPX passt, glaube ich, zu PP. Ah, egal, nee. Ich bin ein bisschen verwirrt. Sorry, Leute. So. Okay. Dann habe ich Mist gebaut. Hast du am Kiosk selbst erschossen oder Spieler? Ich glaube, da war ein Spieler und ein Skeff. Okay. Ja, scheiße, jetzt habe ich nur ein Magazin. Naja, okay. So, ich brauche Loot. Wo seid ihr jetzt alle? Wir sind auf der linken Seite von der Mauer. Linken Seite von der Mauer? Achso, okay. Bei dem großen blauen Container, der da steht. Okay, ich loote mal hier die Typen. Ja, okay. Oh, ich gehe dann. Ich weiß, ich gehe dann einfach nach oben. Auf die Baustelle. Ich weiß nicht, ob auch nach oben gehen so eine gute Idee ist. Oder, nee, warte mal. Ich gehe auf die rechte Seite. Ja, ich. Ich gehe auf die rechte Seite. Du hast einen Herzinfarkt bekommen. Und versteck mich da irgendwo. Okay. Oh, geil. Was hast du? Ich hab eine Keder. Das war ein Spieler. Ihr habt hier einen Spieler erschossen. Ah, okay. Au, ey. Ich werd verletzt. Was geht ab? Geh in Deckung. Ah, du bist gesprintet, ne? Weil dein Bein zerschossen ist. Ah, ja. Scheiße. Ups. Also, wo ein Spieler? Wo war der jetzt? Hier hinten. Also war das doch ein Spieler, der mich angeguckt hatte. Der so, oh, was denn ist das? Ja, also der hat natürlich auch auf mich geschossen, aber... Hat nichts weiter dabei. Die Keder habe ich schon abgenommen. Und... Das ist nochmal Keder, ein Helm, ne? Der ist Stufe 19. Oh.
Nee, Keter ist diese kleine MP mit dem 20er Magazin. Oh, Car. Leisure, leisure, leisure. So, okay. Also die eine Mission habe ich jetzt geschafft. Also wenn ihr eine weiße Weste finden solltet, sagt Bescheid. Okay, alles klar. Also wo sind hier noch Leichen? Ich brauche Loot. Sehr viel. Oh, ich bin wieder gesprintet, ich Idiot. Ja. Warte, ich lauf mal. Vorsicht, ich lauf hier quer durch. Ah, ich sehe einen. Okay, ich glaube, ich habe einen Bot. Wo war der? Der war bei dem blauen Zaun. Blauer Zaun, blauer Zaun. Also weiter vorne, bei dem blauen Zaun. Das Loch auf der linken Seite des Zauns habe ich im Blick, ne? Okay. Wenn dort hinter kommt, habe ich ihn um. Ich muss eben... Wo war der eine Spieler? Ach, das war der Spieler. Ah, okay, das okay. Das war der Spieler, ja. Ah, gut. Guti. Guti, guti. Okay. Muss eben kurz heilen. So. Assister Raditz? Komm mal kurz zu mir. Ja, Moment, ich lade mal eben zu Ende. Jo. So. Passt auf euch auf, ne? Ich kann euch gerade nicht abdecken, ne? Fuck, ey, ich bin wieder. Ja, sag mal. So, Achtung, dreh dich um. Nummer 1. Oh, danke. Oh! Hinter uns. Hinter uns? Ja, okay, Shotgun. Ja, der läuft rechts. Der ist hinter der Baustelle. Habt ihr ihn? Warte. Granate. Achso, ja, wollte ich jetzt auch. Warte, schmeiß hinterher. War auch schlecht. Mein Gott, die Power reicht nicht aus. Ich versteck mal eben meinen USB-Stick. Jetzt. Die sollten gekillt haben. Wo ist der circa? In der Mitte der von der ist Baustelle. In der Baustelle selber. Okay. Mann, der ist mir zu gefährlich. So, jetzt habe ich durchgeladen. Ach. Könnte auch ein Spieler gewesen sein, oder? Ja, ja, gehe ich mal ganz stark davon aus. Ich auch. Weil der ist so ungewöhnlich gelaufen. Sehe ihn nicht. Ich bin hinter dir. Du, bin ich hinter dir? Ja. Vorsicht, ich komme auch raus. Stacheldraht, Achtung, jemand ist hier durch Stacheldraht gerannt. Oh, also lebt da noch einer? Ja, vor mir irgendwo, ja. Guckst du nach links, Gemfalik, auf die Baustelle? Moment. Ich bin. Achso. Ja. Nicht, dass er da aus dem Loch da rauskommt, ne? Entweder der ist oben. Der hat ihn noch überlebt. Soll ich mal hinsprinten? Scheiße, okay. Wo ist denn der? Okay, warte mal, ich guck mal, ob der auf der Baustelle oder in der Baustelle ist. Ich dachte sogar auf der Baustelle. Der ist tot, der liegt ja. Ich guck doch mal auf der Baustelle, ob der. Scheiße, ich bin verletzt. Da ist. Also hinter uns, der Durchgang. Oh. Mami, irgendjemand hat auf mich geschossen. Oder? Das ist genau da, wo ich liege ungefähr. Dieser Schlitz. Da ja, müsste einer durchgeguckt haben gerade. Dann zieh dich mal zurück von dort, weil du liegst direkt davor. Ich bin sehr verletzt. Ich muss mich mal eben hier heilen. Kann leider nicht schnell laufen. Oh, fuck. Der erste Durchbruch gleich, der erste beim also beim ganz gerade links, dran. Nee, der also, ganz rechte. Der ganz rechte, da habe ich wahrscheinlich einen erschossen. Aber da wo ich liege, da ist ja auch nur so ein kleiner Schlitz. Hm. Und da hat wohl einer gerade rausgeschossen. Zuerst mal gucken, wo du bist. Kommen wir jetzt von der. Oh, mein Bein ist tot. Ja,
Willkommen im Club. Meine auch. Oder mein Bein auch. Ja, Gott sei Dank habe ich überhaupt noch überlebt, ey. Jo, ich sehe keinen von euch. Ah doch, ich bin hinter Mann zurück. So, da drüben, wo ich hinziele, dort der Durchbruch. Ah, okay. Lad mal kurz nach. Ist klar. Schüsse? Ja, ich hab Schuss. Ne, ich dachte, da wäre. Achso, okay. Ja, der war das. Der hat geschossen. Okay, warte, ich geh nochmal auf die Baustelle. Ich habe mich da ein bisschen im Blick. So, warte. Läuft einer von euch? Ich krieche gerade. Auf der Baustelle habe ich Stahlgeräusche gehört. Also das müsste Game Tolik gewesen sein, oder? Ja, ich bin auf dem Dach, ja. Okay, Manruk, du bist weiter vorne, ne? Nee, also ich bin auch gleich in deiner Nähe. Ich liege hier im Prinzip hinter der Betonmauer. Okay, hinter okay. Dieser Ziegelmauer. Ich hab ein bisschen Angst auf dem Dach hier. Komm, zeig dich, Junge. Junge. Autsch. Okay, ich komme jetzt außerhalb. An der Mauer. Mir hier zu gefährlich. Also ich schaue jetzt auf das Kassenhäuschen. Okay, ich komme runter. So, jemand hat gerade gegessen? Ich bin hier. Okay, oh, hier ist ja noch eine Leiche. Ja, die habe ich schon ausgenommen, also zumindest die Waffe und der Helm ist weg. Ich geh mal noch mal außerhalb, wow, zu dem ganz rechten Durchbruch und guck mal, ob ich die eine Leiche da finde. Du bist komplett außerhalb jetzt vom Baustellenbereich, ne? Also ich bin jetzt im Prinzip da, wo wir reingekommen sind. Alles klar. Dann halt jetzt auf der rechten Seite. Hinter der Mauer sozusagen, ne? Ja, genau, genau. Alles klar. Mal kurz gucken, ob ich den finde. Also du hast so eine Säge genommen, ne? Ja, eine Säge habe ich. Aber komischerweise wird die bei mir hier noch angezeigt. Lol. Lol, ich so, hey, wieso geht das nicht? Wieso kann ich die nicht nehmen? Wieder so ein Bug hier, ey. Naja, okay. Ich hab ja eine Säge. Passt schon. So. Oh, ich bin wieder am Humpel. Ja, ich hab ihn erwischt. Hast du? Ja, ich hatte ihn erwischt. War ein Skeff. Ich loote den mal eben. Wir warten an der Baustelle, ne? Okay. Oder sollen wir zu ihm stoßen? Ja, wir können ja hinten am Ausgang raus. Kann leider nicht rennen. Alles gut. Ist gut. Boah, ich komme vor wie so ein verletztes. Läuft einer von euch? Da. Ja, ich. Boah, Junge. Verletzt. Ich krieg hier voll die Panikattacken. Alles gut. Der, den du gerade lootest, war nicht dein Kill, ne? Den hatte ich vorhin umgenietet. Ja, okay, weil ich habe auf den auch geschossen. Hier links um die Ecke liegt noch einer mit einer Schrotflinte in der Hand. Game Tolik, falls du den looten willst. Ich muss. Achso, ja. Gerne, gerne. Ich muss gleich mal gucken, meine Leute, die ich da erledigt habe am Kiosk. Oder habt ihr die schon alle ausgenommen? Nee. Aber wir sollten uns auch nicht allzu lange hier aufhalten, ne? Ja. Ist recht. Das? Was hat der Dude da? Ich guck mal so ein bisschen die Richtung, wo wir hergekommen sind. Wartet mal eben. Vielleicht sehe ich da ja noch jemanden. Ich bin an der Leiche mit dem anderen Key mal kurz. Okay. Tick. So, Leute. Ach so, ja. Ja, okay. Ah, hier ist. Ah, den habt ihr erwischt. Hier liegt noch einer. Mit Schroti. Ja, den meinte ich, dass du den noch suchen kannst. Schroti, Karoti. Aber lass mal gleich eben zum Kiosk eben laufen.
Sollte mal gucken, was die zwei Typen da haben. Meinst du nicht, dass wir auf den Loot vielleicht verzichten können, weil die sind ja nur relativ offen? Also nur so meine Idee. Oder wenn, dann läufst du da rein und wir bleiben außerhalb und ja, humpel da rein, ja. Ja, ich muss da rein humpeln. Ja, so, wenn du es möchtest, kannst du gerne machen. Ja, auf jeden Fall. Riskieren. Ich bin noch hier bei dem, ja, in der Nähe von diesem Bus. Von so, diesem VW-Bus hier im Busch. Kann grad nicht QE, kann grad nicht QE. Nee, ist okay. Willst du die Schrotflinte nicht mitnehmen? Ich hab keinen Platz, ich hab Zeiger. Warte mal, hast du noch Platz in deinem kleinen technischen? Vier zwei. Stück? Nee, nur zwei. Ah, obwohl, ich kann was trinken, warte. Ja, jetzt habe ich Platz. Hast du was für mich? Dann nimmst du die hier mit. Oh, nice. Dankeschön. Jo. Ja, die packe ich mir sofort in meinen Gamma-Container. Wartet, wo bist du jetzt? Ich bin... Warte. Ich bin jetzt hinter irgendeinem, der hier durch so ein Loch geguckt hat. Ah, das bin ich. Ja, okay, du bist das. Okay, gut. Warte, weil ich habe ja noch einen zweiten USB-Stick für dich. Jo. Und ich habe keine Painkiller mehr. Ich habe jetzt meinen letzten. Ich habe jetzt meinen letzten genommen. Ja. Nein. Ja. Nein, nicht vorbeilaufen. Hier. Der hockt. Ach, hier warst du. Alter, bei mir ist das voll am ruckeln hier. Da. Bei mir auch. Direkt vor mir. Ist gar nicht geil. Ja. Okay, dankeschön. Ich pack den mal in meine Tasche. Boah, wenn das jetzt so ruckelt, habe ich doch ein bisschen Angst, da hinzugehen. Ja, ich würde sagen, wir gehen außerhalb, oder? Ja, komm. Also, scheiße, ich darf ja nicht laufen. Ich verletze mich andauernd. Ihr habt keine Painkillers, die ihr nicht mehr braucht oder so? Nee, leider nicht. Ich hab meinen verballert jetzt. Nee, kein Ding. Wieso lasse ich mich auch anschießen? Ja, ne? Boah, Alter, so ein Ruckler habe ich noch nie gehabt, ey. Was geht ab hier? Ruckler des Grauens. Ist wirklich so. Also, wolltest du die Leichen jetzt begutachten, oder? Ja, ich gehe jetzt. Ansonsten, Raditz, renne ich rüber, gucke, was die für Rucksäcke haben und bring die Rucksäcke inklusive Waffen mit. Ja, oder ich geh schon. Auf meine Gefahr. Gut. Dann reg dich nie auf, wenn du wieder als erster stirbst. Ja, ach egal. Dem Tollig in Gefahr. Hier leben gibt definitiv keine mehr. Warte mal. Aber ich gehe einfach weiter nach vorne. Ja, glaub, vorne an der Ecke vom. Ja, genau. Gleich links von dir, da liegt einer. Ah, da, ja. Aber ich glaube, der hat nicht viel. Er sieht aus wie ein Axtling von hier aus. Ja, oh, hab ich nur. Nur kleine Babys abgeschossen. Dann lohnt sich das nicht. Na, du kannst maximal noch bei dem gucken, der dann noch auf der anderen Straßenseite liegt, jetzt geradeaus von dir. Das ist ein bisschen gefährlich, doch. Naja, okay. Komm, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Ich hab dich im Blick. Auch ein Großteil der Straße. Maximal kann ich das von mir aus hinterm Auto nicht sehen und was dann hinterm Kiosk ist. Ich guck mal so ein bisschen auf die Straße. Moneybag. Weiter zu den Dorms. Ja. Eine größere Tasche auf jeden Fall. Ja, das ist doch schon mal was. Wieso hört das nicht auf zu ruckeln? Ruckelt das bei dir immer noch, Raditz? Ja, so ein bisschen. Ab und zu. Aber wieso jetzt auf einmal? Okay, ich komme wieder zurück. So, verstanden. Naja, die hatten jetzt auch nicht viel. Oh, ja. Ja, genau. Aber du hast zumindest einen größeren Rucksack. Ach, das stimmt. Okay. Okay, ich humpel zu euch. Ich hab dich hier noch im Blick. Dein Pfleger ist ja da. Ja, ist klar. Ist klar, Harry. So, okay. Aber ich heiße dann nicht Harry. Ja, das ist nur so, sag ich immer.
Okay, was meint ihr zu den Dorms? Noch nicht, oder? Nee. Nein, nein, auf ich würde jetzt auch nicht, wenn ihr kaputte Beine habt. Ich würde jetzt auch nicht riskieren. Also von mir aus können wir zum Ausgang gehen. Ja, wir gucken ja erstmal, ob wir hier noch ein paar Bots vielleicht treffen. Ich bleib hier auf der rechten Straßenseite. Ich auch. Okay, ich bleib links. Ich muss mich echt von Busch zu Busch zu, von Busch zu Busch bewegen. Achso, wer ist links? Links ich bin links. Gerade. Ich bin links okay. Im Wald. Jetzt auf Höhe ich Bus. Zwar, aber ich hab dich trotzdem gesehen. Ist gut. Bitte, das hält mich auf. Autsch. Hm. Scheint ruhig zu sein hier. Ja, zu ruhig. Das gefällt mir gar nicht. Ich guck immer hinter diesen Gastanks nochmal kurz in die Tasche rein. Vielleicht haben wir Glück und da sind nochmal erste Hilfe drin oder sowas. Okay. Siehst du denn da irgendwo Leichen? Bot-Leichen? Ja, zwei Bot-Leichen liegen hier am blauen Zaun. Urleck. Eine Autobatterie. Oh, das ist gut. Und eine ES-Lampe, die nehme ich mir auch gleich noch mit. Das ist sehr gut. Aber ansonsten leider keine erste Hilfe. Und ich brauche dringend was zu trinken, Jungs, falls ihr was finden solltet. Also ich habe noch eine Flasche dabei. Könnt ihr dir eine anbieten? Ich habe meine auf. Manruk, treffen wir uns im Bus? Ich gehe zum Bus. Ja, Moment, ich gucke hier ja, kurz die Skeps durch. Vielleicht haben die noch was dabei. Wieso geht das jetzt so viel? Nice, auf jeden Fall schon mal ein zweites Wallet für mich. Geil. Ich hatte auch eins. Ich hätte auch eins dir geben können. Boah. Hilft das, wenn ich die Skalierung ein bisschen runtersetze? Warte, du hast jetzt auf 1200 noch was. 1280, ne? Genau. Ja, eigentlich ist das okay, also. Ja, aber das ruckt hier so stark. Komisch. Hallo. Warte. Soll ich dir das Wasser geben? Discard. Bedien dich. Vielen, vielen Dank. Jo. Achso, okay. Aber Gemtolik, wenn du die Einstellung jetzt übernehmen willst, musst du den Stream erst beenden. Ja, stimmt. Das ist das Problem. Die Runde versuche ich mal so und dann. Raditz? Ja. Siehst du dort auf der rechten Seite die zwei Container mit der Treppe nach oben? Mhm. Dort muss ich kurz hin. Dort ist, glaube ich, ein Aktenfolder für mich drin. Nur, nee, warte mal. Sei. Okay, Ich sehe jemanden. Auf der linken Seite bei dem Bus. Bei dem Busparkplatz. Ich glaube, ich hab ihn. Schüsse. Zwei Skeps. Beide müssten tot sein. Ja, okay, einen habe ich auch gekillt. Der eine im Eingangsbereich vom Busparkplatz und der zweite im Gebüsch links an der grünen Mauer sozusagen. Ja, okay, da habe ich auch einen gesehen. Ich weiß nicht, ob das dasselbe war. Ich glaube, ich beende erstmal den Stream, weil das ist scheiße so. Jo. Also, liebe Zuschauer, ich bin gleich wieder zurück. Bis gleich, weil jetzt niemand rum. Jo, bis gleich. Mhm. Boah, hier war sogar schon einer drinne, ihr Schweine. Ja, hier ist mein Bruder. Guck wahrscheinlich mal, war das der eine Typ mit der Kehle. Nee, ja, möglich. Hier lag auf jeden Fall auch noch ein Axtling. Okay. Ich lade hier oben drinne kurz nach. Also ich habe auf jeden Fall
hinter der grünen Mauer von diesem Busparkplatz, da habe ich einen gekillt. Der hat sich hingelegt gehabt. Okay. Na, hier vorne müssten noch zwei liegen, wie gesagt, im Eingangsbereich. Aber das überprüfen wir gleich. Hast du eigentlich noch Platz für eine Pistole? Ja. Gut, dann ich hab eine noch. PC mit. Okay, ich habe eigentlich noch so viel Platz. Kaum gelootet. Gut, der ist tot. Hatten der eine TOZ, der eine. Du bist jetzt außerhalb der Mauer, ne? Ja, ich renne jetzt mal rüber zum Busdepot. Okay, ich gehe dann auch rüber. Aber eher humpelnd. Ja, sind beide tot. Okay. Aber leider habe ich heute keine Körperpanzerung für dich, zumindest nicht beim ersten. Aber hoffentlich hat er was zu trinken, ey. Ja, nein. Ja, er hat Milch und ein MRE. Ein Skef mit VPO. Market Key. Ich habe echt den jetzt? Market Key. Jo. Nice. Geilomat. Sehr nice. Und Wilson Zigaretten. Ich komme mal zu dir. Also Wasser brauche ich jetzt auch langsam. So, hier in. Wo bist du? Ach, da oben. Ich lieg alles hier oben. Hast du die anderen schon gelootet gehabt? Ja. Alle? Okay. Also zumindest nichts dann Besonderes mehr. Wenn du noch Platz für Waffen hast, dann nimm mit. Ansonsten nichts Besonderes mehr. Okay, gut. Manrok, weißt du eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel die Magazine von den Gegnern untersucht und unloadet, ob man da sein Skill verbessern kann, sein Nachladeskill. Das kann ich dem sagen, ob der damit verbessert wird. Ich sag mal so, ich will's hoffen. Weil ich mach das regelmäßig. Aber mal gucken. So, warte mal, ich schmeiß noch mal kurz was raus hier. Hier, habt ihr noch was hingeworfen? Aha. Eine TT, dankeschön. So, dann ja. Warten wir eben. Warte mal, wir haben jetzt noch 17 Minuten. Das wird knapp. Wenn ihr beide nur noch rumpeln könnt, wird das ein bisschen knapp. Oh ja, oh ja. Game Tolle, kannst du mich hören? Ja. Also, ja, ich hab jetzt ein bisschen umgestellt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Ausgang so langsam. Da mache ich ja schon mal den Weg frei. Ich brauche sowieso noch ein paar Skatskills. Ich gehe auf der linken Seite. Problem ist, ich kann es nicht weiter runterstellen. Ah, doch. 1152 mal 658, okay. So. Okay, ich starte den Stream wieder. Oh, Schüsse? Ja. Kommt wahrscheinlich von der Tankstelle, also der Exit-Tankstelle. Okay. So, Leute, da bin ich wieder. Es tut mir leid, dass es so geruckelt hat. Ich habe das jetzt mal ein bisschen umgestellt. Ich hoffe, es ist auch nicht besser. Also ich bin jetzt auf der linken Seite bei diesem Wäldchen jetzt. Ich bin vorne an dem Factory-Durchgang. Der ist offen, da können wir abkürzen. Okay. So, wo seid ihr jetzt? Straße weiter. Wir sind jetzt an der Bushaltestelle, oder an dem Busparkplatz, besser gesagt, vorbei.
Aber okay, schon weit vorbei. Weiter. So, ich gehe jetzt unter die Brücke. Hm. Ich bin dann schon in dem kleinen Häuschen, ich kenne den Namen, oder so Bescheid. Okay. Na, komm. Wieso kann ich mich nicht hinlegen? Okay. Achso, jetzt läuft's. Aber irgendwie ruckelt das trotzdem. Scheiße. Ich weiß nicht, dann gehen wir zum Ausgang und dann. Mhm. Bist du das da? Auf der rechten Seite? Der da humpelt, der kann ja nicht. Ja, das war ich auch hier. Ich gehe jetzt hoch. So richtig Scheiß mit dem. Komm her. So, ich bin gleich bei der. Ist einer von euch gerade in dem Gebüsch rumgekocht? Ja, das war ich. Jetzt wieder. Ja, gut. Komm immer näher dem Durchgang. Ja, seh dich. Das ist noch schlimmer geworden, hab ich das Gefühl. Naja, okay. So, wo seid ihr jetzt? Bei dem Durchgang, wo die zwei Türen, die Factory-Türen sind. Ja, ja, okay. Ich komme zu euch. Der Schein reicht, danke. Ah, die haben hier noch ein paar Sachen liegen gelassen. Okay, ich bin jetzt drin. Na los, jetzt mal, ich bin sowieso schon voll. Ist krass, wie viel Platz die Batterien wegnehmen. Ich hab ein G-Phone. Nice. Juhu. G-Phone. I got G-Phone. Dann hat sich das doch schon mal gelohnt für dich. Aber komischerweise, obwohl die hier drin waren, haben die das hier gar nicht gelootet. Die werden nur durchgerannt sein, denke ich mal. Hm. Oh, ich hab noch 17 Wasser. Ich glaube, ich muss echt langsam mich auf den Weg machen. Ja, passt mal auf, da gehe ich mal vor. Achtung, ich öffne. Dann bewege ich mich schon mal Richtung Tankstelle. Und natz die Skeps um. Dass wir dann dort direkt raus können. Okay. Okay, jetzt habe ich einen Mega-Ruckler. Ich folge dir. Ich glaube, das liegt daran, dass bei uns einer streamt gerade, also Serien schaut. Ich alleine zu Hause. Mhm. Ich muss mich dafür entschuldigen, bei euch, liebe Zuschauer. Ob ich das gleich lösen kann, wenn wir hier raus sind. So ist das doof. Da hab ich auch keinen Spaß. Kann ich mal kurz den Talik? Schleicht ihr mir gerade hinterher? Ja. Ja, ich schleich gerade. Meine Güte. Wir können nicht schneller, deswegen. Ich glaube. Hier ist noch jemand. Ich hab grad die. Ich hab auf Vollauto gestellt gerade, also nicht erschrecken. Ich erschrecke nicht. Der einzige, wer sich jetzt erschrecken könnte, sind die Bots. Wenn sie noch leben. Wahrscheinlich sind die schon alle hier gelootet. Oder der Typ hat es nicht überlebt. Das kann natürlich auch vorkommen. Einer weniger. Gut. Oh! Alter Radetz! Sorry. Oh.
Ich gehe unten durch. Unter die Brücke. Ja, gut. Mein Gott. Und ich kurz. Warte. Der ist hinter den Sandsäcken bei dem LKW. Ja, genau dort. Hm. Ah, da ist hinten noch einer. Tot. Ich bin mal unter der Brücke. Ja, pass auf. Vor uns. Direkt vor uns. Hinter den Sandsäcken. Hier ist noch einer. Achtung! Warte, jetzt in Deckung. Ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Warte mal. Komm zu euch hoch. Tot. Nicht, dass hinter uns gleich wieder einer kommt, ne? Dafür bist du ja da. Ja, mit... Ich ruckel hier wie Sau. Ich weiß nicht, ob ich den killen kann. Ich lade kurz nach, Raditz. Wenn jetzt noch welche kommen, sind sie deine. Der eine Bot, der hinter dem, Sandsäcken? Ja, der ist nur da. Tot. Nee, doch nicht. Ja, der hat mich erwischt. Der hat mich verletzt. Ich glaube, ja, jetzt er tot. Jetzt er tot. Ach du Kacke, der hat meine Brust zerstört. Obwohl du hinter mir standst, ne? Ja, geil, wa? Oh. Ich spring runter. Druckeln zu spielen ist scheiße. Das glaube ich gleich wieder beenden. 8 Minuten noch. Ja, das schaffen wir. Ist da keiner mehr? Ich glaube nicht, ne? Aber ich würde gerne noch ein paar Typen looten. Ja. Ja, ich geh zum Ausgang. Der wird nicht offen sein. Hier ist kein grünes Licht. Scheiße. Nee, dann lass mal lieber keine Zeit verlieren. Ach, ja, obwohl, ich sag mal, du gehst erstmal hinter diesen Zaun, ne? Nee. Ja, dann lass mal lieber woanders hin. Zu dem nächsten Bunker. Ja, ich laufe vor. Der sollte ja jetzt eigentlich offen sein, der Bunker. Ihr wisst ja, wo ihr lang müsst, ne? Ja. Gut. Ja, kannst du ja schon mal gucken, ob die Leuchte an ist von dem Bunker. Ja. Oi! Och, du Ratte. Lag da einer, oder was? Nee, der ist, Scheiße. Die schießen, von hinter der Betonmauer. Und ja, die Lampe ist an. Okay, also hier okay. Komm mal raus. Ach, halt doch die Backen. Sado. Also nicht, dass ich gleich hier hochkomme und einer gibt mir einen ins Gesicht. Wer schießt? Ich hab 2 erschossen. Was denn? Na gut. Ich kann, glaube ich, nichts mehr treffen. Ja, 6 Minuten solltet ihr aber schaffen, ne? Ja, wir sind bei dir. Ich schmeiß gerade noch Munition in die Magazine. Passt auf, ich war noch nicht unten drinne gucken, ne? Ich glaube, ich bin am Sterben, ich muss schnell rein. Ich riskiere das jetzt. Der ist frei. Los, hin bitte. Boah, komm bitte nicht sterben. Oh, Kacke. Weil ich bin am Verdursten, deswegen. Ich kann nicht raus. Was? Ich kann nicht raus. Nein. Oh, fuck. Dann guck ich in die Leiche, ob dort was zu trinken drin ist. Och, nö, hä? Aber das Licht leuchtet doch. Ja. Anscheinend ist das nicht unser Ausgang. Scheiße. Nicht schon wieder. Ja, Mann. Ich muss weiterlaufen. Ah. Ey, so ein Kack aber auch. Hey, hier liegt eine Leiche. Ich glaube, ich werde es nicht überleben. Nee, ich auch nicht. Vor allem jetzt mit dem Humpen. Wo ist der nächste Ausgang? Ja, zu dem anderen Bunker halt am Ende, ne?
Kann man über den Zaun hier oder was? Nee, leider nicht. Das ist ja mein Problem. Andere Seite von der Mauer, keine Panik. Ein Painkiller wäre jetzt nicht schlecht. Ja, der noch stimmt. Mehr von deinem Vertrinken verbraucht, oder was? Ja, ja. Ja, stimmt. Ja, ich bin kurz vom Tod. Oh nee, Leute, das ist scheiße. Wir dürfen nicht sterben. Also ich sag mal, bei dem Tor gleich, da werde ich wahrscheinlich umkippen. Wer liegt da? Hier liegt keiner von uns. Hä? Ich renne gerade hinter der Mauer. Da liegt einer vor mir mit einer Tasche. Das ist Verzögerung. Ich glaube, das ist die Verzögerung. Der kriecht die ganze Zeit. Ratet halt durch, ich bin auf dem Weg. Ah, ich bin tot. Jetzt ist es besser geworden. Nein! Oh, jetzt hab ich. Ich hab was zu trinken gefunden, warte, das tut mir leid. Aber ich glaube, das hätte trotzdem nichts gebracht. Weil der Schmerz und die Verletzung ja weitergegangen wären. Ich lauf weiter zum Ausgang, ne? Ja. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao, Leute!